Hallöchen, meine Lieben. Ja, freue mich, dass wir uns dieses Jahr noch hören. Und ihr seht schon, ich habe hier, nee, macht glücklich, das ist mein allgeliebte Box. Die habe ich mal in einem Adventskalender gehabt. Und da habe ich jetzt jedes Jahr immer so meine Adventskalendersachen drin. Ich habe mir dieses Jahr zwei selber gekauft. Und das ist einmal von Paper Basics habe ich mir den gegönnt, sage ich euch gleich noch was zu. Und einmal von was mit Stoff, Lollipop for Breakfast heißt der Shop. Ganz tolle Sachen drin, kann ich nur loben. Natürlich ist immer irgendwas drin, wo man irgendwas nicht mit anfangen kann. Und ja, ich würde euch gerne zeigen, was ich da so drin gehabt habe. Und auch einige Sachen, wo ich sage, hey, wenn hier einer von euch haben möchte, kann er das gerne haben. Vielleicht hat er ja irgendwas für mich, wo ich was mit anfangen kann, weil es sind so 1, 2, 3, 4 Produkte drin. Da kann ich einfach nichts mit anfangen. Weil sie mir nicht gefallen oder weil ich sie halt einfach nicht nutzen werde, sage ich jetzt mal so. Ja, ich fange einfach mal an. Ich habe mir die Aufkleber dran gelassen. Die Türchennummern. Blablabla. Und werde einfach mal versuchen, irgendwie nach Reihenfolge zu gehen. Aber in Wirklichkeit ist ja auch egal. Hier sind Anhänger drin. Ja. Sind von Fryer. Ganz ehrlich. Ja, komm nächstes Jahr irgendwo dran, aber wirklich brauchen tue ich es nicht. Das hier finde ich ganz niedlich. Das ist hier wieder so ein zusammensteckbares Teil mit, was man dekorieren kann. Finde ich ganz nett. Da werde ich mit Sicherheit was mitmachen. Ja, gut. Dann haben wir... Ich hole es jetzt einfach mal so raus, weil ich finde jetzt, doch, ich habe tatsächlich doch die drei erwischt. Ja, so Tags mit Benzel dran von Kaisercraft. Kommen vielleicht mal irgendwo dran. Streudeko. Kommt vielleicht auch irgendwo mal dran. Mein persönliches Highlight aus diesem Kalender sind diese beiden. Die finde ich zuckersüß. Das ist ein Gummistempel, der auch schon auf, ich sag jetzt mal, EZ Mount drauf ist. Den ist mein absoluter Highlight. Dann haben wir hier etwas, was ich auch zum Tausch freigeben werde. Ich packe mal so die Tauschsachen da hinten hin. Das, was ich mag, hier unten. Und das, was ich vielleicht mal verwenden würde, dahin. Ihr werdet gleich sehen, wie es denn ausfällt. Ja, das ist ein Gummistempel. Da ist nichts weiter drauf. Also kein EZ Mount drauf. Von der Firma überhaupt nicht mein Geschmack. Aber vielleicht mag es ja irgendjemand von euch. Das ist das. Stempel, ne, von Dokrafts. Brauche ich nicht. Ist nicht mein Fall. Den finde ich ganz niedlich, den Block hier. Den werde ich auch behalten. Das ja, ist auch so, hat ein bisschen was Maritimes und Liebe, Love, finde ich ganz putzig. Ja, hier eine Stanze, Merry and Bright. Das werde ich auch behalten, weil Stanzen kann man nie genug haben. Und selbst wenn man Merry und irgendwas anderes, dann Christmas oder sonst irgendwas macht, den kann man immer verwenden. Hier sind so Softdinger drin, Filzteile. Brauche ich auch nicht.
Der ist noch zu, den lasse ich auch zu. Hier sind Umschläge drin und Karten. Einen ganzen Backen hier, 24 Stück. Ja, da sind die Farben. Ist ganz nett, aber ich sage jetzt mal, jetzt, wo ich so Karten selber mache, man könnte das als Hintergrundkarten benutzen, aber ob ich es wirklich verwende, ich weiß es nicht. Das werde ich auf jeden Fall nicht verwenden, weil ich es schon mal von ihr bekommen habe und in einem Designpaket beziehungsweise bei Sachen, die weg mussten, und habe ich schon, brauche ich nicht nochmal. Dann habe ich in einem Paket so Schüttelelemente gehabt. Ich glaube, hier sind Ananas drin, grüne Ananas, und hier sind goldene Smileys drin. Ich weiß nicht, kann man das so ein bisschen erkennen? Kann man? Ist von Aladdin. Kann man vielleicht irgendwann verwenden? Ich könnte mir die jetzt hier gut in irgendeinem Silvesterprojekt vorstellen oder auch in. Ja, es sind Sachen, Pailletten. Ja, ich weiß nicht, ob sie irgendwann verwenden werde. Ich kann es echt nicht sagen. Dann habe ich hier so ein Teil drin gehabt. Der ein oder andere Vintage-Mensch wird sich jetzt denken, oh, geil. Entschuldigung, ich benutze wieder böse Wörter. Und kann da vielleicht auch was mit anfangen. Ganz ehrlich, ich finde es portenhässlich. Ich finde es, also ich weiß auch nicht, da kann man eine Karte, hier unten sind noch Clips dran. Ich finde es schrecklich. Sorry, dass ich so ehrlich bin. Die werde ich auf jeden Fall aufbewahren, weil da kann man immer irgendwas machen. Und ihr wisst ja, Boxen mag ich. Boxen finde ich einfach cool. Dann haben wir hier ein Stempel mit Kirschen. Werde ich mal behalten. Weiß ich aber auch nicht, ob ich es irgendwann mal verwenden werde. Hier haben wir so Flockpaper. Ich lasse es jetzt zu. Ich weiß nicht, ob man es gut ausstanzen kann. Ich glaube, steht auch nichts drauf. Wenn es drauf steht, sehe ich es jetzt nicht. Das sind eben halt so Bögen, die so flauschig sind. Ich pack's mal hier mit zu. Ich weiß es nicht. Ja, das hat mit Nähen zu tun. Ich habe schon mehrere von diesen Dingern hier zu Hause. Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber das werde ich behalten. Hier sind Schablonen bei, dass man eben halt dieses kleine Teil hier ist hier an der Seite und das große ist dieses hier. Ich habe es auch tatsächlich schon ausgepackt und mal reingeguckt. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ja, es hat was mit Nähen zu tun. Da werde ich mit Sicherheit Spaß dran haben. Ja. Hier haben wir so kleine Schildchen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das besondere Zahlen sind. Also ich kann es echt nicht sagen. 30, 24, 52. Ja, 24 könnte man noch irgendwie schön für einen Weihnachtskalender oder sowas. Aber kann mir das jemand sagen? Weiß das irgendjemand? Sind das besondere Zahlen irgendwo? Amerika, England, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht wirklich. Ich würde es wahrscheinlich in eine Schublade packen. Ich meine, Prima Marketing ist keine günstige Marke. Übrigens, da gehört die 22 dran. Aber ich glaube nicht, dass ich es verwenden werde. Ich
Das wird mir wahrscheinlich jahrelang rumliegen und bis ich dann irgendwann mal sage, hey, ich brauche eine 52. Ja, Cardstock, alles in Gelb. Ihr könnt sehen, in verschiedenen Gelbtönen. Ist hier einmal die Kategorie an 15x15 Papier. Ja, werde ich behalten, weil Cardstock kann man immer gebrauchen. Gelb ist jetzt nicht immer unbedingt meine Farbe, aber kann man mit Sicherheit was mit anfangen. Ja, hatte ich in der Nummer 21 drin. Muss ich sagen, hatte ich schon mal in Designerpaket drin. Habe ich schon, ist doppelt. Wer es braucht, bitte. Wie gesagt, es sind verschiedene Kräuter drin. Hier sind so kleine Stempelchen mit Stempelkarten drin und ein bisschen Band und ein Stempel, die ja meistens nicht ganz so gut sind. Ich habe gerade für einen Kindergarten einen riesen Karton hier fertig gemacht und den vor Weihnachten dahin gebracht, also ein paar Wochen vor Weihnachten. Die haben sich mega gefreut. Also da habe ich überall diese kleinen Stempel auch mit rein und ach, Papier, jede Menge. Und ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich mir den Kalender gekauft habe, weil ich, ja, wir haben eigentlich alle viel zu viel zu Hause. Ja, dann habe ich jetzt noch zwei Sachen. Das ist einmal dieses Washi. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das hier oben abgeknipst worden ist. Ich gehe mal davon aus, dass ich mache es leiden, ich werde es auch behalten, dass das irgendwie vom Teddy ist oder so. Also steht jetzt hinten. Es steht nicht drauf. Vielleicht weiß das jemand, aber ich glaube, dieses gestreifte ist glaube ich Teddy. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann auch Action sein, ich weiß es nicht. Und dann habe ich hier noch zwei Türknaufe. Tierisch schwer. Vielleicht baue ich noch mal ein Riesenschränkchen, wo ein Riesenknopf dran kann. Ansonsten, ich werde es mal behalten, aber ich weiß nicht, was ich damit, wann ich da mal was mitmachen werde. Ich kann es nicht sagen. So. Großen und Ganzen seht ihr, es liegt hier vorne nicht sehr viel. Ich weiß, dass man, wenn man einen Adventskalender kauft, dass es nicht immer Dinge drin sind, die man mag oder die man gebrauchen kann. Ich will mich auch, weiß Gott, nicht beschweren. Es ist nur ein Kalender, wo ich sage, kaufe ich mir nicht wieder. Ist leider so. Sorry. Ja. Ach nee, ich habe ja noch eine 24, aber dafür brauche ich ein bisschen Platz. Ich packe die Sachen, die ich gerne behalten möchte, mal eben weg. Oh, hier ist noch was von meinem anderen Kalender runtergefallen. Und zwar hatte ich, das war mit Papier nur eingepackt, im Türchen 24 drin. Ich hatte es gefühlt sofort, was da drin ist. Weil, steht übrigens auch zum Tausch. Ich habe so ein Teil schon mal bekommen. Und, weil es ausgemistet werden sollte. Somit habe ich es hier zweimal. Und ich brauche es nicht. Es ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mag es überhaupt nicht leiden. Es gibt mit Sicherheit jemanden unter euch. Ihr könnt mir auch gerne eine persönliche Nachricht schicken, also eine PN schreiben, falls sich irgendjemand schämt, dass er das toll findet. es ist mit Sicherheit hochwertig und ich habe mal im Internet geguckt, das Ding kostet glaube ich 25 Euro. Ich weiß nicht, ob das... Ihr könnt ja mal nachgucken. Ich mache es nicht leiden. Ich finde es auch nicht toll. Und ja. Also es ist ein Ordner, also den kann man eben hier aufmachen. Und man kann prima seine
Stanzen oder Stempel reinpacken. Es sind 5 von diesen Glasicht-Hüllen mit so einer kleinen Tasche hier oben, also so drin. Hier ist noch ein Gummiband. Wahrscheinlich um die, wenn da mehrere drin ist, um die dann hier so rumzumachen, damit die hier nicht rumflattern. Ich weiß es nicht. Ich habe es hier jetzt auch noch nicht abgemacht, damit das nicht irgendwie kaputt geht. Von hinten sieht das Ganze so aus. Da ist hier noch so ein kleines Täschchen. Da. Und ja, also wer seine Stempel da reinpacken möchte oder so, ne, man kann es eben halt so hinstellen. Oder auch so halt, ja, oder hinlegen. Davon, ich habe 2 Stück davon. Wer möchte, gerne. Wir finden mit Sicherheit irgendwie einen Weg, wer was haben möchte. Und mir vielleicht irgendwas Nettes dazukommen lassen möchte. Ich werde jetzt nicht sagen, von wegen, also weil das Ding jetzt 25 Euro wert ist, dass ich auch einen Gegenwert von 25 Euro haben möchte. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen süßen Stempel, Stanze oder keine Ahnung was. Vielleicht hat der andere auch noch eine riesen Knopfsammlung zu Hause und sagt, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Oder ich weiß es nicht. Schreibt mich einfach an. Vielleicht ist ja jemand dabei, der sagt, das wollte ich schon immer haben. Bitte. Also, tut euch keinen Zwang an. Schreibt mir einfach oder meldet euch bei mir auf irgendeine Art und Weise. Weil, mal gucken, wer irgendwie, ja, vielleicht ja was davon gebrauchen könnte. Ansonsten, mit solchen Sachen kann der Kindergarten nichts anfangen. Werde ich wieder eine große Kiste zusammenbasteln und es irgendwo hinspenden. Nur mit solchen Sachen kann eben halt kein Kindergarten was mit anfangen. Ja. Machen wir weiter. Wer es jetzt nicht sehen möchte, zeige ich euch mal, was in meinem Stoffkalender drin war, beziehungsweise Stoffzutaten drin war. Da sind auch so einige, ja, so ein, zwei Sachen, die werde ich wahrscheinlich auch nie benutzen. Aber im Ganzen ist es ein cooler Adventskalender gewesen, muss ich so sagen. Ja, und sehr viele Sachen dabei, die ich mit Sicherheit auch verwenden werde. Ich habe keine Reihenfolge mehr, sage ich euch gleich. Es war alles ganz niedlich in Tüten eingepackt. Und ja, ich zeige es euch einfach mal. Teilweise sind auch Sachen dabei, also wo ich auch sage, okay. Das war noch an 24 dran, außen das baumelte da so dran. Das ist auch immer noch so Band, was man nutzen kann. Finde ich ganz niedlich. Hat ja auch jeder irgendwie schon mal beim Action gesehen. Das hier ist Leder. Das ist Schrägband. Und zwar, ich zeige euch mal eben, was Schrägband ist. Ihr seht ja hier diese Außenkante. Und das kann man eben halt mit diesem Band hier machen. Das legt man dann so hier außen dran. Und dann kann man das eben halt festnähen. Das ist einmal dieses hier. Ja, ist schwarz, also von daher irgendwann, ihr wisst ja, wie alle anderen Sachen auch, kommt der Punkt, wo man sagt, ich habe da noch was, das habe ich gebraucht. Dann, ich glaube, das muss ich jetzt hier mal eben halbwegs sortieren. Dann fliegt das schon alles entgegen. Sind hier noch so ein paar Schnallen, da kann man eben halt Gürtel mitmachen. Oder wie wir denn hier so irgendwie so ein Gürtel ums Album oder irgend sowas, können wir natürlich die Bastler auch was mit anfangen. Denn habe ich hier auch noch einen in groß.
Das ist hier einmal eine Steckschnalle. Die wird hiermit praktisch, hier kommt Stoff drauf, dann ist das hier hinter. Dann kommt diese Plakette hier so drauf und dann wird das eingedrückt und ist fest. Und hier kommt auch der Stoff rein. Und somit hat man dann eben halt diese Steckschnalle, die hier vorne ist. Ja. Dann, ganz lustig, habe ich hier so einen Gummiknopf drin. Mit frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Das war mit im letzten Paket, also im 24 drinne. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann nutzen werde, aber irgendwie finde ich den ganz lustig. Also ich habe noch nie so einen Gummiknopf in der Hand gehabt. Nicht so meine Farbe ist dieser Stoff hier. Also es sind auch Stoffstücke mit drin. Ja, ist halt sehr weihnachtlich, ne? Aber ja, ich werde ihn mal hier hinlegen. Es ist ja auch ein bisschen pink mit drin. Und wer weiß, vielleicht möchte jemand für nächstes Jahr solche Topfhandschuhe haben. Man weiß es ja nie. Dann habe ich ein paar Reißverschlüsse hier drin gehabt. Und zwar sind das Reißverschlüsse, die man praktisch oben drauf legt. Und normalerweise legt man so den Stoff hier ja drunter, so, also den Reißverschluss drunter, aber das legt man oben halt drauf. Ja, ob ihr es verstanden habt oder nicht, ist auch egal. Finde ich ganz niedlich, weil es sind mal andere Farben, außer das türkisgrüne hier. Und ja, die kommen auf alle Fälle mit in meine Sammlung rein. Die finde ich ganz cool. Ich mag Klett nicht so gerne, aber manchmal benutzt man sie dann trotzdem. Und zwar, der ein oder andere kennt Klettverschluss vielleicht nur in Schwarz und Weiß. Nein, es gibt sie auch in ganz vielen Farben. Und ja, das sind eben halt so Abschnitte und die waren auch in einem Paket drin. Kann man immer irgendwo mal gebrauchen. Ja, hier haben wir ein Stück Jeans drin, der ist dehnbar. Bestimmt, meine ich doch. Ja. Ne? Ein bisschen dehnbar. Mit Sternchen drauf. Finde ich ganz niedlich. Kann man mit Sicherheit irgendwann mal an irgendwelchen kleinen Täschchen benutzen. Ist mein Fall. Dann, ja, gut. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ja, sowas in der Art habe ich auch mal. Ne, gibt es hier überall so Bänder, aber ja, gut, ist meine Farbe, also von daher passt irgendwie auch voll zu meinem Pulli heute. Ne? Da ist ein Grau und Rosa. Kann man mit Sicherheit irgendwo mal benutzen. Schächtelchen, da habe ich auch gedacht, was ist da denn drin? Ne? Ich habe jetzt genügend Herzstecknadeln. Diese Herzstecknadeln werde ich nicht zum Nähen und zum Fixieren von Stoffen benutzen. Die sind viel zu dick. Auf Deutsch gesagt, für mich nur zum Basteln geeignet, weil ansonsten machst du dir jedes Stoffstück damit kaputt, weil da kannst du vielleicht hier sowas mitmachen, was grob ist, aber ansonsten machst du dir ja dicke, fette Löcher mit in den Stoff rein. Also nicht ganz so praktisch. Hier habe ich noch einen kleinen Anhänger. Ja, kommt mit Sicherheit irgendwo mal dran oder die liebe Ute schreit jetzt hier, ich. werde ich auf alle Fälle aufbewahren. Hier habe ich noch ein von diesem Schrägband, was ich hier in dick habe, noch ein bisschen was Schmäleres. Ja, mal gucken. Irgendwann mal. Jetzt kommt ein absolutes Highlight, weil diesen Stoff habe ich selber schon mal gekauft, weil ich ihn total genial finde. Ich liebe ihn.
Ich habe ihn aber noch nicht verwendet, weil ich kann ihn einfach nicht anschneiden. Jetzt habe ich ein zweites Stück. Jetzt werde ich ihn irgendwann anschneiden. Mädels, ist der nicht zuckersüß? Guckt euch den an. Ne? Da ist ein kleines Füchsili. Da der Igel. Hier der Dachs. Da das Schwein. Das Eichhörnchen. Die Blumen sehen aus, als wenn die da in 3D oben drauf sind. Hier noch ein bisschen maritim. Ich liebe ihn. Und irgendwann entsteht da eine Tasche draus, die ich mit Begeisterung tragen werde. Mit Sicherheit. Dann habe ich hier so ein kleines Paillettenherz. Das finde ich ein bisschen frech, aber es überwiegt. Die anderen Sachen sind alle prima, aber so ein Garn da reinzupacken, ich weiß nicht. Das finde ich schon verdammt frech. Aber egal. Dann haben wir hier solche Teile drin. Da kann man Portemonnaies mitmachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geht oder ob ich mich jetzt hier tierisch weh tue. Die sind nämlich richtig fies. Ich habe diese Dinger noch nie... Ups. Nein, es ist nicht kaputt. Das kann man wieder so machen, dann ist das wieder fest. Ich habe diese Dinger noch nie benutzt. Ich habe selber schon welche davon zu Hause. Ja, es wird Zeit, dass ich dann mal welche benutze. Da kann man Portemonnaies mitmachen, die dann eben halt oben so aufgehen. Ja, wie gesagt, noch nie benutzt. Mal gucken, wann ich es machen werde. Dann habe ich hier noch ein paar Ringe, die man mit Sicherheit auch für irgendwann mal irgendwas benutzen kann. Das ist jetzt eine Sache, die man auch nicht wirklich braucht, aber nun ja. Das ist übrigens so ein Teil, was ich bei dem Paper Basics Teil damit bei hatte, wo man eben halt so ein Portemonnaie mitmachen kann. Jetzt habe ich noch ein Teil davon. Ist aber eine größere Größe. Ja, wie gesagt, ich muss mich da mal ranwagen, das zu machen. Man muss da viel mit der Hand nähen und da habe ich ja immer gar keine Lust zu. Aber ich muss es jetzt mal testen. Dann habe ich hier ein paar Ledernadeln. Kann man immer gebrauchen. Ich nähe zwar nicht viel mit Leder, aber ein bisschen ja nun schon. Hier, den habe ich aufbewahrt als Bastler. Ne? Dann, den kann man immer irgendwo mal wieder dran bunzeln. Bunzeln. Bunzeln, was ist das denn für ein Wort? Bammeln. So, was haben wir denn noch hier so drin? Ja, hier ist noch ein bisschen Kordel drin. Benutze ich gerne für meine Hoodies. Ich befürchte nur, dass es zu kurz ist, aber man kann ja auch süße kleine Knötchen an so kleinen Täschchen ranmachen. Dazu kommen wir gleich. Dann habe ich hier, das ist abreißbares Vlies. Das braucht man für eine Stickmaschine. Habe ich, werde ich mal benutzen. Dann haben wir hier eine Sache, ganz schrecklich, also finde ich furchtbar, werde ich auch nie benutzen. Oder ich werde mir kleine Stückchen rausschneiden oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind so Flicken hier, die man hier so hinten drauf hat, so am Ellbogen. Zum Beispiel. Schrecklich, oder? Aber nun ja, man kann auch nicht immer einen Sechser haben. Dann habe ich hier noch diesen Stoff drin. Das ist auch, da kann man auch irgendwie taschenmäßig was draus machen. Finde ich ganz niedlich, ist mal was anderes. Habe ich sowas noch nicht. Ja. Dann habe ich hier, ich glaube, das nennt sich
Oilskin? Ich weiß es jetzt gar nicht. Das ist so, ja, wenn man da nähen, haben schon ganz viele Rucksäcke und sowas draus genäht. Der ist wohl, glaube ich, auch wasserabweisend. Ich habe selber noch nicht mitgearbeitet. Und das ist auch das erste Stück, was ich hier zu Hause habe. Also ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt. Ich weiß noch nicht mal. Ich glaube, da sollte man auch bestimmte Nadeln für benutzen. Kenne ich nicht. Wenn man den allerdings so macht, dann kriegt er diesen Effekt hier. So Knautsch-Effekt, ne? Ihr seht, hier ist es nicht und da ist es jetzt total. Das ist gewollt und das soll auch so sein. Hat mal einen anderen Effekt. Finde ich ganz cool. Mal gucken, was ich mitmache. So, jetzt kommen wir hier zu meinen Highlights. Ist hier noch irgendwo dazwischen. Mal gucken. Webbänder! Ja, ich liebe ja diese Dinger. Ganz viele verschiedene. Auch welche, ja, welche habe ich schon, welche habe ich eben halt noch nicht. Die habe ich noch nicht. Irgendwie muss ich, wenn ich das hier sehe, an Holland denken. Ich habe keine Ahnung warum, weil es sind Kleeblätter, aber irgendwie dieses Blau-Weiße muss ich an die Niederlande denken. Ich wickel mir das mal hier kurz auf, weil dann kann ich das auch gleich wegräumen. Weil bei mir muss das ja dann ordentlich sein. Dann ist das eigentlich nicht wirklich ein Webband, aber das kann man auch schön benutzen. Ich lege es jetzt einfach hier so hin. Dann haben wir das Ganze nochmal mit Handmade. Da kann man dann immer so Stückchen abschneiden und irgendwo drauf nähen. So zum Beispiel. So. Ja. Das dann irgendwo drauf nähen. I love Handmade. Dann haben wir einmal dieses hier. Und das ganz niedlich. Dijon. Kleine süße Dijon. Passen übrigens wunderbar zu dem Stoff hier. Die sind auch niedlich. Kleine, ich glaube in dem Fall soll es Waschbären sein. Könnte auch ein Dach sein, aber ich glaube es sind Waschbären. Finde ich aber auch irgendwie niedlich. Dann das, was wir da eben in Blau hatten, haben wir ja hier nochmal in Rosa. Und schwuppdiwupp sieht es auch gar nicht mehr niederländisch aus. Ja, habe ich hier nochmal in Baby Rosa. Dann haben wir noch dieses welches. Da habe ich, glaube ich, auch noch passendes anderes zu. Da gab es immer so eine, gibt's so eine ganze Kollektion, die dann zusammenpasst. Und dann als letztes haben wir hier noch die Marienkäfer. Ja, das sind meine beiden Adventskalender. Die anderen, den ich noch hatte, ich hatte noch einen 2 Schoki-Kalender, die habe ich geschenkt bekommen. Dann habe ich einen ganz, ganz tollen Kalender von meiner Freundin gekriegt. Da sind, jetzt muss ich gleich heulen, von meinem Hund Fotos drinne. Den kann man immer wieder verwenden. Ganz toll, ganz toller Kalender. Habe ich zum Geburtstag gekriegt, habe ich mich riesig drüber gefreut. Habe ich noch einen Kalender gehabt? Ja, ich habe von Paper Basics, den habe ich euch ja gezeigt, von meiner Design-Team Mitarbeiterin. Nein, sagt man nicht so. Ihr wisst, was ich meine. Diesen Teekalender noch gekriegt. Da habe ich auch schon ganz viele Tees von getrunken und die ganz lecker sind. Ja, das ist so mein, ne, Resümee von den letzten 24 Tagen, beziehungsweise ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. Und das ist, muss ich ehrlich sagen, die Stoffsachen alles mein. Da gebe ich nichts von her. Naja, aber das will keiner haben. Das ist so ein Faden, den kann man dann zum Basteln mal benutzen. Vor allen Dingen, wenn die so toll aufgespult sind. Ja,
Also, falls irgendjemand von euch dabei sein sollte, der sagt, oh ja, das ein oder andere, da würde ich mich echt riesig drüber freuen. Ich habe das oder das für dich oder wie können wir uns einig werden, meldet euch. Die würde ich, packe ich auch gerne irgendwie noch dazu oder ja. Würde mich mal interessieren, ob was ihr von dem Kalender hier so haltet oder auch von dem anderen. Schreibt es einfach unten und ich bin mal gespannt, ob wir uns dieses Jahr noch hören. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Was ich euch auf alle Fälle sagen kann, ist, ich werde gleich noch, hat mit diesem Kalender nichts zu tun, mit Paper Basics schnacken, dass ich den Januar noch machen werde als im Design-Team und danach höre ich da auf. Hat nichts mit dem Shop zu tun, aber er bringt mich einfach, ja, es ist, ich brauch mal Abstand, beziehungsweise ich muss neue Luft atmen. Vielleicht bin ich irgendwann im Laufe des Jahres oder so in irgendeinem anderen Design-Team drin, aber irgendjemand sagt von wegen, hey, du, mach irgendwie, aber die bestimmten Sachen bringen mich einfach nicht weiter. Da kann ich nichts mit anfangen und ich bin halt einfach, ich muss Pakete, ich muss Kästchen machen und solche Sachen und ich kann nichts nur mit Sprüchen anfangen oder sonst irgendwas. Ja, ihr kennt mich ja, ihr wisst ja, was ich mache. Und ich brauche einfach mal neue Luft zum Atmen und irgendwie mal was anderes. Ich weiß nicht, ob in der nächsten Zeit, deswegen auch, sage ich euch auch ganz ehrlich, viele Videos noch kommen. Es wird mit Sicherheit das eine oder andere Video kommen und ich werde euch was zeigen. Ich weiß nur nicht mehr, wie oft. Also es wird wahrscheinlich nicht mehr einmal die Woche sein. Kann auch mal sein, dass da mal im Monat nichts passiert. Ich weiß es nicht. Ich muss mich mal erstmal wieder so mit Kreativität irgendwie in Einklang bringen. Ich habe hier wahrscheinlich über die Jahre, die ich jetzt bastel, und das ist ja noch gar nicht so viel, mir so viel zugelegt, dass mich das alles irgendwie ein bisschen erdrückt hat, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, manchen Male. Aber ich muss das erstmal abarbeiten. Ich habe so viel, wo ich so viel Spaß dran habe und das muss ich jetzt aus meinem Kopf erstmal rauskriegen und abarbeiten. Ja, das ist das richtige Wort. Ich muss es abarbeiten. Meine ganzen Ideen. Ja. Also, in diesem Sinne, falls wir uns nicht mehr hören sollten, ist ja nicht mehr lange hin, wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht bitte auf den Popo, dann fallt ihr nicht so tief. Ich drücke euch alle. Ich freue mich, wenn ihr ein bisschen was kommentiert, wenn ihr ein Däumchen da lasst. Ihr wisst ja alle, gostet nischt. Dann sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns nächstes Jahr und ich freue mich schon riesig drauf, euch dann eventuell irgendwas Neues zu zeigen und in diesem Sinne, bis denne und bis bald.